Hi Leute, das ist heute mein allererstes Video, was ich für YouTube mache und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich werde auch demnächst noch mehr Videos hochladen, aber mal schauen, ob ich das hinbekomme. Im Moment ist es so, ich schaue mir erstmal an, welche Technik ich benutze dafür, muss mich ein bisschen einrichten und schaue mir auch andere YouTube-Videos von anderen Kanälen an, um halt zu lernen, wie man es macht und ja, ich versuche es einfach. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der so vor den Leuten stehen kann und irgendwas sagen kann. Ich bin aber froh, ja, dass ich jetzt einfach immer wieder hier den Versuch machen kann und das aufnehmen darf. Mal gucken. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen springen, weil ich hier alles immer wieder schneiden muss, die Stellen rausschneiden, die mir nicht gefallen und was komisch ist in irgendeiner Form. Oder es wird vielleicht auch total uncut. Aber nee, glaube ich nicht. Für mich ist es auch schwierig, immer in die Kamera zu schauen, weil ich mir ja auch hier zwischendurch mal meine Notizen anschaue und ich werde es einfach versuchen. Das erste Video, was ich heute mache, ist ein Video über die Auswahl der Kamera, die ich hierfür benutze. Zufälligerweise gibt es auf einem anderen Kanal, und zwar Business in Jogginghose, gab es jetzt vor ein, zwei Tagen, ja, wie stelle ich eigentlich YouTube-Videos online? Und Business in Jogginghose stellt da vor, was benutzt er für eine Video-Webcam, was hat er für eine Technik und auch die Software. Und das war so in den letzten 2 Tagen. Fand ich auch richtig cool, dass er auf meine Kommentare direkt geantwortet hat. Und ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich darauf gespannt ist, aber der letzte Kommentar war halt, ja, ich bin mal gespannt, wie es wird so. Ich finde es auch cool, was er macht auf seinem Kanal. Er bringt nämlich normalerweise Videos darüber, über die neuesten AIs und so und AI sprießt ja im Moment wie sonst was aus dem Boden. Komischerweise finde ich irgendwie interessant, dass auf einmal alle auf einmal kommen. Hat einer mal gesagt, wie es rauskommt und alle wissen dann auf einmal, wie es geht und sagen, hey, ich habe auch was. So, ich habe mir zum Beispiel auch mal mit Recraft.ai auch mal ein Hintergrundbild für meinen Desktop generieren lassen und die Bilder sind halt einfach so zu nutzen und sind sogar in kommerziellen Programmen kostenlos zu nutzen, was ich auch richtig cool finde. So, und jetzt geht es sich erstmal darum, welche Videocam habe ich eigentlich benutzt. Also ich habe 3 Kameras habe ich bestellt und ich habe mich wirklich entscheiden müssen zwischen diesen 3 Kameras, weil ja, ich möchte jetzt einfach die beste haben für solche Videos. So, das ist das Erste, was ich mache. Ich muss mich auch noch um das Mikro kümmern, weil ich gerade von einer Webcam gerade das Mikro nutze, und zwar von der Logitech Streamcam, die habe ich hier. Und ja, musste da auch in OBS, in dem Programm, womit ich jetzt hier die Videos mitschneide, auch ein bisschen fummeln, damit ich einigermaßen Sound bekomme. Es ist noch ein bisschen hallig und so, und ich muss mich auch demnächst um ein Mikrofon kümmern. Werde ich mir auch noch anschauen, welche Mikros es gibt. Ja, und dann werde ich die vorstellen. Wahrscheinlich werde ich die vorstellen und werde mir auch dann wieder eins aussuchen. Die erste Webcam, die ich mir ausgesucht habe, hat irgendwie so um die 50 Euro gekostet und heißt Vizolink W8 GS Webcam und ist eine 4K-Cam mit Mikrofon. Mikrofon ist für mich jetzt insgesamt nicht so wichtig. Ich möchte einfach eine haben, die das Bild gut zeigt, in der Form, dass es die Farben vernünftig hat, dass es ein einigermaßen scharfes Bild hat und ich halt Videos damit machen kann hier für YouTube. So, und als nächstes habe ich mir die Logitech Streamcam ausgewählt. Ich werde gleich nochmal so eine Szene zeigen, wo ich dann alle 3 Cams gleichzeitig darstelle. Und dann habe ich jetzt als letztes mir die Elgato Facecam geholt. Elgato Facecam. Genau, ich habe es nicht so mit Namen. Das ist echt ein Problem. Ja. So, ich gehe jetzt gleich mal auf die Szene. So, ich benutze jetzt die Logitech Streamcam und habe hier links Logitune, das ist die Software von dieser Cam, mit der ich ein paar Sachen einstellen kann. Was mich ein bisschen stört schon jetzt von Anfang an ist, es gibt zwar einen Autofokus, aber ich kriege irgendwie den Fokus nicht super scharf. Ich weiß nicht, egal was ich tue.
ist einfach nicht super scharf. Obwohl das eigentlich eine Full-HD-Cam ist. Und ja, irgendwie, egal ob Manual Focus oder Autofocus. Ist immer so, hier, guck mal, ist alles so ein bisschen matschig. Ich kann mir aber vorstellen, dass es daran liegt, dass diese Software oder die Hardware auch in irgendeiner Form eine Rauschunterdrückung macht. Und es deswegen milchig ist. Das sehe ich nämlich bei der anderen Cam. So, ich habe jetzt auch Sharpness hier volle Pulle. So ist gar keine Sharpness. So, und irgendwie wird das im Standard nicht so richtig scharf. Also, und Sharpness ist eigentlich auch so was Künstliches. Saturation, ja, das gefällt mir schon sehr gut. Die Kamera kriegt es irgendwie hin, dass die Farben natürlicher wirken als die anderen Kameras. Und was ich sehr interessant finde, ist, ich habe hier eigentlich total gelbes Licht überall, über mir und vor mir von einer Lamp. Und wenn ich Auto White Balance ausstelle, ja, dann sieht man das eigentlich auch, so wie es eigentlich hier ist, sehr gelb. Und die schraubt es ganz schön zurück. Ich wechsle gleich mal zu der anderen Cam. Okay, hier gibt es noch natürlich einige Einstellungen, aber in anderen Videos sieht man natürlich extrem, was alles funktioniert. Hier HDR ist sogar jetzt irgendwie noch besser als O. Ja, ich bin jetzt in der anderen Cam, der Elgato Facecam. Und die hat ihr auch ihre eigene Software, die nennt sich Camera Hub. Und ja, und der kann ich halt auch Einstellungen machen. Was interessant ist an der Cam ist, dass sie keinen Autofokus hat. Den benötige ich auch nicht. Ich werde das jetzt einmal einstellen und dann so nutzen. Hat ein paar Nachteile, wenn man irgendwie was nah dran hält, wird es halt nicht umgestellt. Aber was ich an dieser Cam halt besser finde, ist, dass sie ja ein bisschen schärfer ist als die Logitech Streamcam. Und das kann man aber auch irgendwie, man kriegt das auch wieder aus, wenn man hier die Rauschunterdrückung aktiviert. Ich glaube, das ist das, was die Logitech hat, auf Dauer, dauerhaft. Ja, man sieht, es ist ein bisschen unschärfer, wenn ich es abstelle, kommt ein bisschen Rauschen rein, aber dafür ist es wieder schärfer. Bei der Logitech kann ich es nicht abstellen. Ich finde, vom Licht her, von den Farben, kann die Logitech ein bisschen mehr mithalten, ist aber nicht so schlimm, weil dieser Raum ist einfach gelb. Ja, gelb und ja, ist halt schwierig. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie es aussieht, wenn man alle drei Cams gleichzeitig anhat. Die Elgato Facecam ist die, die ich jetzt auswählen werde für die nächsten Videos, weil sie einfach für mich am besten abschneidet. Liegt daran, die ist einfach am schärfsten und ich habe das jetzt nicht so hinbekommen mit den anderen beiden Cams. Also hier bei der Vizio Lynx zum Beispiel, das Problem ist, die hat halt, ist zwar scharf wegen 4K, aber wenn ich mich ein bisschen bewege, macht die dauernd in irgendeiner Form, ja, so einen Autofokus. Ja, da sieht man es, genau. Ich bewege mich, manchmal ist es auch nur, wenn ich den Kopf bewege. Ja, genau. Ja. Und irgendwie gefällt mir das am besten. Also hier bei der Streamcam, ich kann ja nochmal den Weißabgleich, den automatischen Weißabgleich abstellen. Auto White Balance. Und dann sieht man, das ist auch ein bisschen gelber und so, aber irgendwie kriegt man es nicht hin. Auch jetzt HDR noch ausstellen. Ja, ist ein bisschen mehr Kontrast. Aber nee, mein Bart, mein 3-Tage-Bart oder 5-6-Tage-Bart, der ist halt nicht so super scharf. Und ich mag das mit der Elgato Facecam, die sieht einfach am besten aus. Was ich auch noch sehr interessant finde, ist die Geschwindigkeit der Cams, also wie schnell die, ja, wie schnell die sind. Und Logitech und Elgato funktionieren richtig flott.
Ja, 4K, vielleicht liegt es auch am Rechner, ist nur ein Laptop. Zieht halt richtig nach. Und man sieht, dass halt die Finger sind total am Wischen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man jetzt eine fette Grafikkarte, wenn ich jetzt drüben, hier, das ist einfach mein Arbeitsraum, aber wenn ich drüben in einen Gaming-Rechner gehe, vielleicht funktioniert es dann besser. Ja, müsste man mal ausprobieren, aber ich möchte es eigentlich gar nicht mehr ausprobieren. Ich bin jetzt schon ziemlich glücklich mit der Version. Ich mache jetzt nochmal White Balance an mit der Version Elgato Facecam. Damit werden jetzt die nächsten Videos rausgebracht. Ja, sieht gut aus. Ist cool. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich über ein Like und die typischen Sachen halt, die jeder andere auch sagt. Wäre schön, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Und ja, und wenn ihr wieder auf den Kanal hier kommt. Ich muss erst noch mal ein bisschen üben, in die Kamera zu schauen. alles einzustellen, vielleicht ein bisschen Outro und alles Mögliche zu machen. Das ist halt einfach jetzt ein Anfang gewesen. Ansonsten sehen wir uns vielleicht wieder bald mit einem neuen Video. Bis bald. Danke. Ciao.